haben Chris und Jessica erwischt. Ich hoffe nicht. Hey, keiner sagt, dass Chris tot ist. Na gut, dann sollten wir ihn endlich finden. So, und damit... Das ist das Schloss. Ich sehe nach. Unterbrich mich nicht, ich wollte gerade die Anmoderation übernehmen. Ich melde mich, wenn ich Chris' Spur finde. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Ignorum zu einem neuen Part Resident Evil Revelations mit dem Zwergenfürst. Ich wurde hier so wunderbar gerade unterbrochen. Hier aus der Küche. Sehr hygienisch sieht's aus. Bei meinen Anmoderationen. So. Würde man sagen, auf geht's durch die Tür. Wir stürmen direkt drauf los. Hier werden wir bestimmt gleich wieder angegriffen von einem Monster, das um die Ecke kommt. Und da können wir durch. Ein Treppinuff. Oh, spannende Musik. Mal gucken, ob die Schusswaffe funktioniert. Ja, die Schusswaffe funktioniert. So, und draußen gewittert es stark. Hier kommen wir nicht lang. Aber hier vielleicht. Oha, das klingt schon sehr nach Monster. Wo ist das Monster? Oh, Entschuldigung. Ich war gerade auf Toilette. Wollte ich nicht stören. Wollte ich nicht stören, Junge. Tut mir leid. Sorry. Muss mich deshalb aber nicht angreifen. Muss mich deshalb nicht angreifen. Junge. Wollte ich nicht stören. Sorry. Sorry, dass ich dich beim Geschäft gestört habe. Das ist aber kein Grund, so aggressiv zu werden gleich. Das kann man doch alles mit Worten regeln. Gut, Ja, hier ist nichts drin, aber spannende Musik. Und hier so? Ja, ist leer. Ach, duschen war er. Ja. Trotzdem kein Grund, über zu reagieren. Ich wusste ja nicht, dass das hier eine Toilette ist. Und wollte dich garantiert nicht stören. Wollte dich dabei nicht stören, während deines Duschens. Die Tür ist verschlossen. Auf ihr ist ein Anker abgebildet. Okay. Und das ist ein Rätsel, das wir später noch lösen müssen. Sie ist verschlossen. Okay, hier entlang. Das klang wie ein Schrei. Ich dachte, das Schiff ist unbelebt. Auwei. Okay, jetzt ist es unbelebt. Und da war noch jemand. Da hat noch jemand um Hilfe gerufen. Speichervorgang. Check the point. Und was ist mit euch? Jetzt ziehe ich natürlich die Aufmerksamkeit auf mich und ich habe keine Munition mehr. Das ist doch prima. Das ist doch prima, keine Munition mehr zu haben und die Aufmerksamkeit solcher Monster auf sich zu ziehen. Das ist doch immer eine gute Sache. Scheiße. Befreie dich. Kann ich mich heilen? Nein, ich habe auch keine Heilmittel. Ich muss
Kämpfen! Hilfe! Quick-Time-Event! Oh, scheiße! Wirklich kurz vorm Stern hier. Jill, was ist da los? Oh. Eine Überlebende. Aber die BOWs haben sie erwischt. Wer war sie? Ich versuche noch, das herauszufinden. Gibt's hier irgendwo Heilmittel? Weil ich sehe nichts mehr. Die ganze... Ah, Pistolenmunition. Das ist gut, aber ich brauche mal Heilmittel. Ich bin kurz vorm Down gehen. Ja, jetzt wirklich bescheiden. Ja. Ja, mal sehen, was Genesis sagt. Ach so, da muss ich. Muss sie checken. Scan komplett. Okay. Item Phones. Ah. Bitte Heilungsmittel. Ja, das ist eine gute Frage. Aber ich will das Item. Ich will das Item, was in dem Kadaver drin steckt. Oh, ein Crew-Quartierschlüssel ist aufgenommen worden. Aha. Durch das Berühren der Menüschaltfläche gelangt man ins Untermenü. Gegenstände, Munition, wichtige Gegenstände, Karten. Okay. Parker, ich habe nichts Neues über die Frau, aber ich habe einen Schlüssel. Verstanden. Behalte ihn. Wir könnten ihn brauchen. Das sieht doch hier aus wie so ein Krankenzimmer. Gibt es hier nicht irgendwo eine Heilpflanze, die mich irgendwie regenerieren könnte? Dafür wäre ich sehr dankbar. Wenn ich hier irgendwie eine Heilung finden könnte. Ich meine, muss ja nicht sein, aber wäre gut, wenn ich die Nacht hier überleben soll. Aha. Pistolenmunition. Ja, ist ja gut und schön. Also, kann ich ja gebrauchen hier. Ich muss mich ja sehr verteidigen. Aber ich brauche doch irgendwann mal... Nein, scheiße. Heilung. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich bin so am Arsch. Scheiße, 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 scheiße. Ich habe Chris gefunden. Ja, ist schön. Ich bin hier... Ich hab hier gerade ernsthafte Probleme. Holla, die Waldfee. Noch mehr von diesen Dingern. Du hast also Chris gefunden. Schön. Hier vielleicht Crew-Quartier-Schlüssel verwendet. Okay, können wir jetzt rein hier. Irgendwo... Etwas, was nach Heilmittel aussieht. Pistolenmunition, ja, ist schön. Handgranate, auch schön. Aber Heilmittel bitte, Heilmittel. Munition habe ich ja jetzt genug, das weiß ich, aber ja, ich bin jetzt am Arsch. Ja, jetzt bin ich tot, jetzt kann ich nichts mehr machen. Ja, dankeschön. So. Mit Parker treffen ist die Mission. Ah, da haben wir auch gehört, Crew-Quartier-Schlüssel. Ja, schön. Ich bin fast tot. Ich brauche Heilung. Das wäre mal ganz ratsam. Der darf mich nicht berühren. Das ist. Ich muss den sehr weit von mir weghalten. Wenn mich irgendwas hier ansatzweise berührt, ich bin so dermaßen am Arsch. Ich frage nochmal, hat irgendjemand etwas hier, womit ich mich heilen könnte? Ich fühle mich gerade nicht so gut. So. Hier ist nichts.
Absolut ja nicht. Könnt eventuell noch mal mit dem Gerät hier mal suchen. Ist aber absolut nicht. Ja. Auch die Gerät sagt, der Gerät sagt, Döner schmeckt super. Nein, Spaß. Der Gerät sagt, hier gibt es nichts zu finden. Oha, da ist ein Fenster eingebrochen. Von draußen weht es kalt herein. Ach nein, hätte ich jetzt nicht gedacht. Die Tür ist immer noch verschlossen und ein Anker ist darauf abgebildet. Ja, ich hätte dann gerne mal so etwas wie, Scheiße, kommt der einfach von hinten. Ich hätte dann gerne etwas sowas wie Heilung oder etwas ähnliches. Hier war ich schon drin. Das ist die Umkleide von die Monsterviecher. Ja, ich sehe kaum was. Kann mir mal jemand sagen, oh, wieso kommen die Viecher hier immer hergekrochen, wo die alle hier. Oh, Scheiße. Ja. Ich laufe hier halb tot durch die Gegend und warte irgendwie nur auf meinen Tod. Weil jeder von diesen Fratzen hier irgendwie, wenn er mich nur einmal berührt, mich umlegen könnte. Und so ins Knie geschossen. Okay. Ist doch nicht lustig hier. Wie soll ich das hier überleben? Kann man das jemals sagen? Ein Stück Heilung wäre perfekt. Boah. Ein sehr blutiger Part heute, wie es aussieht. Ja, Treppe hinunter. Und dann knatscht es mit der Tür. Nur, dass man keine böse Überraschung gibt. Und dann gehe ich mal runter in den Keller. Könnte ja sein, dass im Keller irgendwo mal eine Sache versteckt ist. Das scheint eine Sackgasse zu sein. Ja, gut. Sackgasse hin oder her. Ich sehe es ja sowieso nicht. Ich bin hier komplett durchs Blut benebelt. Jill! Los, wir müssen Chris helfen. Ja. Müssen wir, aber dafür müssen wir es selbst mal überleben können. Ach, da konnte man noch nicht ran. Chris! Da ist er. Chris? Der Puppe. Was ist das? Oh, super. Mist, das ist eine Falle. Es ist Zeit, dass Sie die Wahrheit erfahren, Miss Valentine.